Jeder, der an die Schweiz denkt, denkt natürlich sofort und zuerst an Wilhelm Tell. Ob es ihn überhaupt gegeben hat, wir wissen es nicht, aber er ist natürlich sehr, sehr lebendig, besonders hier in der Innerschweiz. Und was ganz wichtig ist, was zum Symbol für Schweizer Qualität und Schweizer Produkte wurde, war seine Waffe, die Armbrust. Und der älteste noch existierende Armbrustmacher, vielleicht auch fast der einzige, der das noch als Beruf betreibt, ist unser Freund Sepp Steiner. Sepp Steiner macht nicht nur Armbrüste, sondern er gleicht auch dem Tell aufs Haar. Und wenn man sich Wilhelm Tell vorstellt, dann stellt man ihn sich vor wie Sepp Steiner. Herr Steiner, wie sind Sie darauf gekommen, Armbrüste herzustellen? Ja, ich wohnte damals noch in Kanton Uri, in Tells Heimat. Und ich bin als Schweizer dort und habe meinen Bart wachsen lassen, und da haben wir selbst Jurner Tell gesagt. Und irgendwie ist das mal dazugekommen, aber ich habe nie Tell gespielt in Schauspiel, also in Tell-Spielen, sondern mich hat der Tell und seine Armbrust fasziniert. Also wenn ich ja von Armbrüsten rede, rede ich von den Armbrüsten aus der Zeit vom Tell. Zu unserem nationalen Mythos gehört ja nicht nur der Tell und die Armbrust, da gehört ja auch der Apfel. Wahrscheinlich soll das die Produktion und den Export von Äpfeln fördern. Hat man das recherchiert, ob es möglich war, tatsächlich auf diese Distanz einen Apfel vom Kopf eines Kindes zu schießen? Es gibt doch so einen schönen Spruch vom Schiller. Na, sagt er, der Gessler zum Tell, als er den Hut nicht gegrüßt hat. Tell, man sagt, du seist ein guter Schütze. Da sagt der Kleinwand, ha, mein Vater ist der beste Schütze. Der schießt mir auf 100 Schritt den Apfel vom Baum. Also da schießt er den Stiel ab, damit ich einen ganzen Apfel habe. Das ist jetzt von mir, der letzte Satz. Und so hat es begonnen. Und dann hat der Gessler gesagt, ja, jetzt zeig mal, ob das wirklich stimmt. Du, Tell, ich schenke dir 20 Schritt. Aber auf diese Distanz schießt du auf den Äpfel, auf den Kopf deines Kindes. Und der Rest weiß man. Schau, wie liegt der Tell mit seinem Sohn